Wer als Lehrer seinen Schulunterricht vorbereitet, greift gerne auf gute Lehrmittel zurück. Zum Beispiel zu diesem Schulbuch mit tollen Abbildungen aus dem Jahr 2004. Als moderner Lehrer machen Sie ein Foto der Abbildung, die Ihnen gefällt, weil sie den Lerngegenstand besonders geeignet darstellt und beschreibt. Am nächsten Tag zeigen Sie Ihren Schülern die Abbildung mit Hilfe eines Beamers. Natürlich haben Sie unter der Abbildung notiert, woher sie stammt. Na, 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 haben Sie kein schlechtes Gewissen? Das, was Sie da gemacht haben, ist ein Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz. Digitale Kopien für den Schulunterricht sind in Deutschland nur im kleinen Rahmen erlaubt und auch nur für Bücher, die seit dem Jahr 2005 erschienen sind. Wenn Sie die Idee haben, Materialien von anderen für den Zweck des Unterrichts ins Internet zu stellen, beispielsweise in das Lernmanagementsystem oder gar auf Ihre eigene Homepage, gilt natürlich Ähnliches. Im Regelfall ist es ein Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz. Da hilft auch eine korrekte Quellenangabe nicht. Außerhalb der Wissenschaft ist dies nur sehr eingeschränkt, beispielsweise als Papierkopie für den Unterricht, möglich. Das gilt für die Schule, auch die Lehrer an Hochschulen und auch für die Erwachsenenbildung. Es ist kein Kavaliersdelikt und Geld- und Freiheitsstrafen sind möglich. Bei einigen Materialien im Web ist die Nutzung für das Lernen und die Lehre ausdrücklich erlaubt. Man nennt solche Materialien offene Bildungsressourcen oder eben auf Englisch Open Educational Resources, kurz dann nur OER. Bei Ihnen ist es erlaubt, sie zu vervielfältigen und auch wieder zu veröffentlichen. Manche kann man auch verändern. Was bedeutet das offen dabei genau? Offene Bildungsressourcen zeichnen sich zunächst dadurch aus, dass sie kostenfrei im Web zur Verfügung stehen. Darüber hinaus sind sie auch frei verwendbar. Sie wurden dazu von ihren Urhebern entsprechend lizenziert. Natürlich darf man sie auch kopieren oder ausdrucken oder auch wiederveröffentlichen. Was man dabei genau darf, steht in der entsprechenden Lizenz. Im deutschsprachigen Raum sind die Creative Commons Lizenzen weit verbreitet. Manche Autoren verweisen auch darauf, dass unter offen verstanden wird, dass Open-Source-Software verwendet wird, dass offene Standards zum Einsatz kommen oder auch, dass Formen des offenen Lernens damit unterstützt werden. Offene Bildungsressourcen sind die richtige Antwort auf die im Detail unterschiedlichen, aber strengen urheberrechtlichen Regelungen im deutschsprachigen Europa. OER sind also nicht nur erste Wahl, wenn man andere Quellen nutzen möchte, ohne Urheberrechtsverletzungen zu begehen. Sie sind 100% kostenfrei. Das bedeutet, dass sie selbst kostenfrei zugänglich sind, aber auch, dass ihre Nutzung nichts kostet. Gerade wenn Open Educational Resources modifizierbar sind, können sie sehr leicht von sehr vielen bearbeitet werden und gemeinsam erstellt werden. Da entstehen auch oft ganz neue Formen der Zusammenarbeit. Traditionelle Schulbücher sind auch manchmal veraltet. Im Schulbuch meiner Kinder ist die Erde zwar nicht mehr flach, aber es gibt den Planeten Pluto noch. OER-Materialien können hingegen relativ einfach und zwar von jedem aktualisiert werden und so immer auf dem neuesten Stand sein. Ein weiteres Argument für OER ist, dass sie technisch auf dem neuesten Stand sind oder eben sehr leicht auf den neuesten Stand zu bringen sind. OER sind theoretisch für jeden kostenfrei verfügbar. Damit sind sie auch ein Mittel für mehr Chancengerechtigkeit auf der Welt. Das bezieht sich nicht nur auf Personen, die zum Beispiel aus finanziellen Gründen von der Bildung ausgeschlossen werden, sondern auch Personengruppen, denen der Zugang zur Bildung sonst verwehrt bleibt, zum Beispiel auch im Iran. Es gibt also wirklich jede Menge gute Argumente für OER.